Guten Morgen aus meiner neuen Wohnung. Ich wollte mit euch über etwas reden, was jeden von uns immer wieder fährt, und das ist der Konsum. Und dabei die Überlegung, dass man doch lieber qualitativ hochwertige Produkte kauft und dafür vielleicht etwas mehr Geld bezahlt. Und ich habe BWL studiert und ich möchte euch heute mal ein paar Zusammenhänge geben, die dafür sorgen, dass ihr qualitativ hochwertig und trotzdem preisgünstig einkaufen könnt. Und zwar geht es darum, dass wenn man ein Produkt kauft, egal was es ist, dann gibt es immer eine Grundfunktion. Warum kaufe ich ein Produkt? Warum kaufe ich ein Auto? Warum kaufe ich ein spezielles Lebensmittel? Warum kaufe ich irgendwas? Es hat immer eine Grundfunktion. Und diese Grundfunktion, das sollte das Elementarste sein, was man beachtet, wenn man dieses kauft. All die Zusatzfunktionen, all diese Added Value Dinge, die sollte man wirklich nur peripher betrachten, weil alles, was man zusätzlich als Leistung verkauft, das ist etwas, wo der Gewinn steckt, der Gewinn des Unternehmens. Das ist auch dasselbe bei den Lebensmitteln. Wenn man rohköstlich einkauft, wenn man einen Apfel kauft, wenn man eine Birne kauft, da kauft man einen Apfel und eine Birne und da kann kein Unternehmen irgendetwas noch was Geheimes damit gemacht haben, um einen höheren Preis zu rechtfertigen, sondern man muss sich gegen alle Birnen und Äpfel, die es sonst gibt, ja, am Markt behaupten. Und wenn man aber ein fertiges Gericht kreiert, dann ist ein Rezept, dann ist ein geheimes Rezept, oder wenn man eine Cola kreiert, das Cola-Rezept und so weiter. Das heißt, jedes Mal, wenn ein Unternehmen eine Zusatzfunktion in das Produkt integriert, sei es ein Verarbeitungsschritt oder sei es einfach eine Kombination von verschiedenen Produkten, was auch immer, dann ist das ein Punkt, wo ein Unternehmen Geld damit verdienen kann. Das heißt, kauft euch ein Produkt und schaut nur auf die Essenz, auf die essentielle Funktion und idealerweise kauft euch auch keine Zusatzfunktion. Kauft euch nur das Produkt, das was ihr wollt und nichts dazu. Das ist das Erste, wie ihr Geld sparen könnt. Das Zweite ist, wenn ihr ein Produkt kauft, und ihr kauft es bei einem Anbieter, dann schaut genau nach, was die Kernkompetenzen des Anbieters sind. Sind die Kernkompetenzen des Anbieters genau die, die analog zu der Funktion, der Elementarfunktion, die ihr kaufen wollt von dem Produkt sind? Oder gibt es einen Haufen Produkte, extrem viele, ein breites Sortiment, was ihr alles mitbezahlt. Weil dann werden nämlich solche Effekte, zum Beispiel im Einzelhandel ist das so, es gibt Produkte, die machen keinen Gewinn. Die hat man nur im Sortiment, um die Kunden ranzuholen und die anderen Produkte zu kaufen. Das heißt, man hat keine Kernkompetenz entwickelt im Sinne von einem Produkt, sondern man hat eine Produktvielfalt und das ist dann eine Kompetenz oder das ist das, wofür dann zum Beispiel ein Einzelhändler steht. Der sagt, boah, ich gehe da hin und kann sowohl was zu trinken kaufen als was zu essen und so weiter. Wenn ihr dann nur zu einem Getränkefachmarkt geht, dann sieht die Sache schon wieder ganz anders aus. Und ja, da gibt es auch unzählige Beispiele. Ein Beispiel, was ich gerade immer wieder erfahre, weil ich derzeit sehr viel Tee trinke, Rohkost-Tee. Ich weiß nicht, ob ich dazu schon ein Video gemacht habe, aber das ist dieses Robots-Teehaus. Ich habe da mal ein Video gemacht, so ein Rezensionsvideo. Und dieses Tee, verlinke ich euch oben, dieses Teehaus hat nur 5 Teesorten und 5 hochqualitative Teesorten. Aber der Preis, der ist vergleichbar mit mittlerer Qualität von anderen Anbietern, die haufenweise Teesorten anbieten und vor allem auch in kleinen Packungen. Und die bieten das halt an, und da sind wir beim nächsten Punkt, in 500 Gramm, in 1 Kilo Packung Tee. Und dort bekommt ihr einen super Preis und eine super Qualität. Robert's Teehaus. Ich bin total begeistert davon. Das hat mich wieder zum Tee trinken überhaupt gebracht. Ja, verlinke ich euch auch unten. Habe ich auch permanent unten in meiner Infobox Robert's Teehaus. Das ist ein so ein Beispiel dafür, wie man tatsächlich qualitativ hochwertig und trotzdem preisbewusst einkaufen kann. Weiterhin, das nächste ist, dass man mit Labels wirbt und Labels draufdrückt. Egal, ob das Bio ist, ob das Fairtrade ist oder ob das irgendwelche anderen Labels sind, die überhaupt keine Kontrollstellen haben, das gibt es ja auch, ne? Hohe Qualität. Das Label hohe Qualität oder was auch immer, aber auch insbesondere eben diese zwei genannten Bio und Fairtrade, und von dem Bio gibt es ja ganz viele.
Labels, ich habe da auch Videos dazu gemacht, wo ich mal alle Bio-Labels verglichen habe. Jedes Label ist eine Dienstleistung. Eine Dienstleistung, dass ihr persönlich nicht das Produkt kontrolliert, dass ihr nicht fragt, wer hat das hergestellt. Und das ist ein Ding, was ihr tun solltet. Wenn ihr euch permanent immer wieder ein Produkt kauft, zum Beispiel ein Lebensmittel, dann schaut doch mal genau, was das für ein Lebensmittel ist und wer hat das hergestellt. Und vielleicht könnt ihr einen persönlichen Bezug herstellen. Vielleicht habt ihr die Möglichkeit, von einem Gartennachbarn, von einem Bauern, was auch immer, eure Lebensmittel zu beziehen oder selber herzustellen. Das heißt, jedes Label ist eine Dienstleistung. Diese Dienstleistung bezahlt ihr, ob ihr das wollt oder nicht, ob ihr mit dem Label einverstanden seid oder nicht. Das heißt, ein Fairtrade oder ein Bio-Siegel, das bezahlt ihr. Und leider ist da nicht das drin, was ihr bezahlt. Das ist genau das, was ich in diesem Video da auch herausgefunden habe, dass diese Bio-Label unglaublich viel Müll enthalten können. Und teilweise auch wirklich Pestizide, was man eigentlich sagt, das geht gar nicht. Doch es geht, wenn, ich habe das alles in dem Video da erklärt, da gibt es halt so Ausnahmeregelungen. Und leider sind diese Ausnahmeregelungen nicht wirklich Ausnahmeregelungen. Und ja, und das bezahlt ihr alles mit. Deswegen, es ist überhaupt andersrum ausgedrückt. Es ist möglich, dass ihr qualitativ hochwertig einkauft mit wenig Geld. Ich bin jemand, der wirklich, sage ich mal, im Bereich Ernährung das, kann ich wohl sagen, perfektioniert habe. Weil ich kenne keinen anderen, der vor mir gezeigt hat, auch öffentlich gezeigt hat und auch ein Buch dazu geschrieben hat, dass man für 50 Euro sich im Monat vollwertig und rohköstlich ernähren kann. Und das Buch Rohkost vor Lowkost, ich denke, von euch hat das sicherlich jeder. Aber wenn da ihr noch in Diskussion kommt mit anderen Menschen und sagt, Ernährung ist teuer, zeigt ihm Rohkost vor Lowkost. Oder das etwas gemäßigte Buch, Vegane Welt mit wenig Geld, das halt Kochkost und das schmeckt auch alles total gut, was da drin ist. Und da habe ich über 30 Tage alles aufgeschrieben, was ich an Nahrungsmitteln gekauft habe, wie ich es zubereitet habe. Da sind gute Rezepte dabei. Und ja, also deswegen. Und ich habe Ökonomie studiert, also Betriebswirtschaftslehre. Das hat halt das eine und das andere zusammen, hat halt eben zu dem geführt, warum ich jetzt eben auch Vorträge in ganz Deutschland halte über das Thema preisbewusste Ernährung, vor allem preisbewusste Rohkosternährung, weil ich mir da einfach so viel Gedanken gemacht habe und eben auch das Know-how kenne von den Unternehmen. Und daher an euch wirklich diese Quintessenz und dieses, ja, das eine ganz, ganz wichtige Grundlage eures Einkaufsverhaltens. Schaut auf die Elementarfunktion dessen, was ihr kauft und konzentriert euch nur darauf. Lasst euch nicht werben mit irgendwelchen anderen Zusatzdingen. Das ist das Erste. Das Zweite, der das anbietet, liegt die Kernkompetenz auch in dieser Elementarfunktion? Das ist das eine. Und ist die Produktvielfalt angemessen klein? Da ist nämlich ein Qualitätsindikator. Und zum Dritten, achtet auf Labels. Am besten kauft ihr nichts mit Labels und kontrolliert selber. Wenn ihr sagt, okay, geht irgendwie nicht, will ich nicht, mag ich nicht, bezahlt es halt. Aber die drei Sachen sind so eine Sache, wo ihr ganz viel Geld bezahlt, obwohl ihr die nicht in Qualität steckt, sondern ihr steckt es direkt in das Unternehmens und in die Unternehmenskultur, in die Unternehmensphilosophie, die eben dann auf ja, nicht Diversifikation, also Durchdringung von dem Markt und dadurch Kompetenz, Ausweitung passiert, sondern halt eben viele Menschen erreichen oder Gewinnmaximierung. Das soll es für mich heute kurz und knackig gewesen sein. Ich hoffe, ihr könnt euch das annehmen und ja, schreibt mir in die Kommentare, was ihr davon haltet. Wenn ihr das Video gut fandet, dann einfach Daumen nach oben und wir sehen uns morgen wieder, euer Christian.